liebe Freunde, es wird mal wieder Zeit für Demon's Souls hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Ich begrüße euch zu einem weiteren Teil, dem 29. Und wie ihr seht, geht es heute wieder mit einem neuen Equipment weiter. Und zwar in, sag ich mal, Ehren eines gewissen, sag ich mal, skrupellosen Schwertsuchers namens Satsuki oder Satsuki, wie viele sagen, habe ich mir mal diesen Charakter hier gebaut und ich habe Satsukis Set an. Das ist das Schamanen-Set, von dem ich euch schon die ganzen Teile erzählt habe, als wir durch das Tal der Schändung gewandert sind. Und ich habe es mir jetzt endlich mal zwischen den Teilen besorgt. Und wie ich das gemacht habe und wo man das findet, das habe ich natürlich für euch auch aufgezeichnet. Für die, die vielleicht sagen, ey, ich habe das Set bei mir nie gefunden, gibt es jetzt hier, spiele ich jetzt hier einen kleinen Service für euch. So findet man das Schamanen-Set. Freunde. So, ihr habt es gesehen, so findet man das. Ich habe hier noch mir einen Kettenhelm mit übergezogen, denn normalerweise kommt dieses Set ohne Kopfbedeckung daher, sozusagen. Und außerdem habe ich heute ein grifflos Uchi-Katana plus 5. Das schädigt mich zwar bei jedem Hieb, aber ich habe genug Sachen, um mich heilen zu können. Und in meiner linken Hand ein Qualitäts-Uchi-Katana. Und das kann ich alles jederzeit auch ein bisschen mal austauschen, denn ich habe noch ein paar extra Sachen mitgenommen, aber dazu erst, wenn es soweit ist. Denn heute, liebe Freunde, habe ich mir mal gedacht, gehen wir endlich in den Turm von Latria. Und zwar nämlich in den in das Level Nummer 2. Und da lesen wir uns den Keilstein des Götzenbildes nochmal durch. Ich glaube, das habe ich zwar schon gemacht. Wenn das Götzenbild der Königin den Gefangenen auch vorerst Hoffnung spendet, die Arglist dahinter wird diesen Trost bald nichtig machen. Das bedeutet, wer gesagt hat, ey, cool, Götzenbild, gib mir Trost, ich hab's so schwer. Alle haben es irgendwie schwer in dieser Welt. Na gut, wenn die Dämonen einen dauernd nach den Seelen trachten, kann man sagen, dass man schwer hat im Leben. Aber nicht so schwer, wie es manche Menschen zum Beispiel in schlimmeren Orten haben, wie Detroit zum Beispiel oder München, ja, meine, ja, die müssen ja dann mit ihrer Arroganz und ihrem Argwohn gegenüber dem niederen Volk, müssen die ja leben. Und damit, dass sie die CSU seit 85 Milliarden Jahren wählen. Aber genug des politischen Kommentars, gehen wir rein in den, in die Welt 3.2. Und dieser Charakter, den wir dort sehen, den werden wir in meinem Playthrough wahrscheinlich nicht sehen. Denn der kommt nur, wenn wir eine bestimmte Charaktertendenz haben und dazu müsste man NPCs umbringen, aber ich bin kein Mensch, der NPCs gerne umbringt. Von daher kommt dieser Charakter nicht oder ist eine Sie, ja besser gesagt, ist Mephistopheles. Aber wir treffen entweder in diesem oder im nächsten Teil jemanden, der mit dieser Person im Bunde steht. Aber als allererstes gucken wir uns wieder an, ach, der Turm von Latria und da dieses hässliche Zeug dort, das ist das Herz des alten Mönches oder des alten Mannes, möchte man sagen. Und da müssen wir hin, um diese gelben Dinger da also die müssen wir kaputt machen. So, als allererstes aber müssen wir uns, schön Gargoyles. Und das sind unsere Hauptgegner in diesem Areal hier, sind Gargoyles. Und außerdem sind das hier unsere besten Freunde. Diese schönen, kleinen, feinen, Fackeln. Die sind unsere besten Freunde, denn die schützen uns vor allen Dingen in einem beschissenen Bosskampf. Und ich glaube, irgendwo, da sieht man doch schon einen. Schönen guten Dach. Ich glaube, hier kommen wir dann auch wieder runter. Genau, das machen wir nämlich. Aber als allererstes, hui. Yeah, getroffen. Komm her. Komm her. Hallo. Hallo. Danke. Kommen Sie mal bitte her. Sag mal, ich habe gesagt, komm her.
Nein, 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 nein. Aus. Böse. Böse! Ruhe. So, die lassen Seelen fallen allesamt. Ansonsten nichts Spektakuläres. Und hier, ihr seht, ne? Da kann man noch oben hin. Da liegt auch noch ein Item. Aber als allererstes sollte man hier hin. Und diese angesehene Heldenseele einsammeln. Ansonsten gibt es hier nicht besonders viel. Denn das ist eine Sackgasse, wie ihr seht. Hier ist schon einiges kaputt, ne? Hier war schon lange nicht mehr der Restaurator. Sondern hier hat hier schon ein bisschen versagt, sag ich mal. Und da oben, ich habe mir den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um dieses dunkle Level aufzuzeichnen. Denn, sage mal, kommen Sie mal runter, junger Mann. Kommen Sie mal runter. Ey! Na gut, dann halt nicht. Kommst du mal runter, dankeschön. Das ist ja lieb von dir. Komm mal runter. Hallo! Kann doch nicht sein. Wo ist er denn hin? Ich habe mir echt den dümmsten Zeitpunkt. Bei mir ist übelst hell und das Level ist übelst dunkel. Ach, da ist der Kollege. Oh, ich brauche 3 Schläge. Naja, gut, das merke ich mir. 3 Schläge kriegen wir hin. 3 Schläge kriegen wir hin. So, ja, hier geht es dann weiter, liebe Freunde. Hier ist halt, wie gesagt, also es ist nicht besonders vielschichtig, dieses Level. Aber es ist sehr schön und es ist sehr stimmungsvoll, der Turm von Latria. Aber ansonsten gibt es hier nicht besonders viel. Außer natürlich ganz viele Items. Also hier gibt es echt viele Items. Zum Beispiel hier, frisches Gewürz, braucht kein Mensch. Ich bin kein Magier, von daher brauche ich das nicht. Aber es sollte uns ja schon zu denken geben, ne? Hier, die vielen Toten, die hier liegen. Ja, das ist kein schöner Ort hier. Und die ganzen Gargoyles. Das ist echt kein schöner Ort. Und dieses riesige, pulsierende Herz. Sagen Sie mal. Ich habe mir wirklich den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht. Sag mal, sehe ich den irgendwie? Ich sehe den nicht, liebe Freunde. Ich sehe hier die Gargoyles nicht. Kommen Sie her. Da sind sie doch. Sie wollen doch hierher. Ich sehe sie doch da hinten flattern. Da. So, Ruhe. Und der nächste Schmerzpatient. Nein? Wollen Sie nicht? Nein? Nein? Gut, dann halt nicht. Dann bin ich halt dran. So, ihr hört es schon im Hintergrund. Vielleicht mache ich es auch mal ein bisschen laut. Vielleicht bin ich mal kurz ein bisschen leise. Ihr hört es schon. Es schlägt. Das Herz, es schlägt. Ist übrigens eine Anspielung. Auf ein Buch von Edgar Allan Poe. Das verlogene Herz, glaube ich, heißt es. Und da geht es um ein Herz, das auch schlägt, quasi. Also jemand hat jemanden umgebracht und das Herz, ich glaube, ein zwei verfeindete Schauspieler irgendwie, sowas in der Drehe, glaube ich, hat einen Kollegen von sich umgebracht und sein Herz schlägt unter der Bühne, während der auftritt und er kann sich nicht konzentrieren. Irgend sowas in der Drehe. Und das soll auch eine kleine Hommage daran sein, an ein Herz quasi, das noch schlägt, obwohl es schon längst den Körper verlassen hat. Und falls ihr euch jetzt an ein Herz, das in Ketten liegt, denn das liegt in Ketten, dieses Herz hier oben, falls euch das irgendwie an das Gehirn von Menzies oder das Gehirn von Menzies aus Bloodborne erinnert, wie gesagt, ist ja auch ein From Software-Spiel, von daher, liebe Freunde, na, fühlt euch zu Recht erinnert. Es ist wie immer in Bloodborne eine Hommage an Demon's Souls. Sie machen sehr vieles, sehr häufig, immer wieder. Motive, Erzählelemente und so weiter und so fort. Das Item oder die Items sind 2. Die sind ziemlich wichtig, die werden wir uns holen. Und aber dazu müssen wir nicht oben lang, sondern unten lang. Und hier unten gibt es nämlich nichts außer einen hässlichen Gargoyle. Och Mensch. Ufore. So. Oh! Haben wir ein Schwein, denn wir haben gleich ihre Waffe bekommen. Die droppt nämlich sehr selten. Normalerweise droppen die nur die Seelen. Aber jetzt habe ich schon den Spiralrapier. Und den lesen wir uns natürlich durch, liebe Freunde. Ein seltenes Rapier, in dessen Klinge spiralförmige Rillen getrieben sind. Es ist die bevorzugte Waffe der Steingargoyles von Latria und soll vor allem Schmerzen und Blutung hervorrufen. Der Schaden ist nebensächlich. Man kann nur ahnen, was im kranken Geist des alten Mönches vor sich geht. Ja, im Geist geht sehr viel noch vor sich. Im Herz weiß ich gar nicht, weil das hängt hier. Ist ziemlich groß. Großes Herz ist ungesund, sagt man immer. Also, wenn jemand sagt, man hat ein großes Herz, dann meint man das ja hoffentlich meistens im übertragenen Sinne. Also sprich, er ist sehr, sehr gütig und sehr gutmütig. Aber medizinisch betrachtet ist ein großes Herz
nicht so geil. Ich habe die Helligkeit hier schon auf der höchsten Stufe, glaube ich. Aber trotzdem sehe ich hier keinen Deut weit. Das ist echt bescheuert. Das ist echt richtig bescheuert. Hier kommt man erstmal noch nicht hin, weil hier versperrt einem das Herz den Weg. Oder ein paar, oder ich sag mal so, ein paar Arterien des Herzes versperren einem den Weg. Ansonsten gibt es hier nichts großartig, was es irgendwie zu entdecken gibt. Außer hier noch ein paar Items und ein Gargoyle, der mich jetzt zu Tode erschreckt hat. Gerade. So, hier sonst ist hier nämlich eine, ja, naja, Sackgasse ist das falsche Wort. Sag mal, wenn die noch lebendig, ne, jetzt geh doch mal weg hier! Genau. Und ihr seht schon wieder die ganzen Toten. Hier gibt's nichts groß. Außer Mondlichtscherben. Und Mondlichtscherben. Und hier unten. Ich glaube, hier kommt dann Glargoyle, der mich runterschmeißen will. Nochmal ein Mondlichtsteinklumpen. Ich glaube, die machen magische Waffen, von daher alles cool. Brauchen wir alles gerade nicht. Wir sind gerade nicht magisch unterwegs. Aber hier hätte man sowieso nochmal hinkommen können, weil man muss ja von oben nochmal runterspringen. Wenn man diese zwei speziellen Items haben will, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Ja, ansonsten ist hier nicht so viel zu erzählen in Latria. Das ist leider das Problem. Also, der Turm von Latria, wie gesagt, atmosphärisch richtig geil, ne? Mit diesen gespannten Ketten und allem drum und dran und dem riesigen pulsierenden Herz in der Mitte. Das ist alles cool. Ist überhaupt, also, eins der coolsten Level überhaupt. Aber erzählerisch bietet es einem sehr, sehr wenig. Weil man erfährt hier relativ wenig. Da hat man im ersten Level, möchte ich jetzt mal sagen, schon weitaus mehr erfahren. Und wir gehen jetzt natürlich wieder zurück, denn wir müssen nach oben, um uns dann runterdroppen zu lassen auf das Item, um dann wieder nach oben zu gehen. Das ist alles immer ein bisschen schlecht gemacht hier, die ganze Geschichte. Das muss man sagen. Also planerisch, also architektonisch, fragwürdig, sage ich da mal. Ja, und wer entschieden hat, hey, sie müssen sich hier so ein cooles Herz hier hinhängen, Herr alter Mönch, ja, das ist auch so eine Sache. Da frage ich mich auch, was das soll. Ich gucke übrigens mal, ob das überhaupt klappt, was ich mir hier vorgenommen habe mit dem Runterspringen. Denn das kann einem schnell mal das Leben kosten, da ich jetzt die Kante hier nicht sehe, wo ich runterspringen soll, will. Weil das ist natürlich hier irgendwo. Von daher müssen wir mal gucken, ob ich diese Kante irgendwie eigentlich sehe. Ja, oh, da ist er. Das ist er, das. Moment, Moment, Moment. Jo, das ist er. Genau, jo, das ist er. Diese Kante. Und da ist das Item und da müssen wir hin. Und jetzt müssen wir ganz langsam runterlaufen. Ich hoffe, ich kriege das hin, ohne zu sterben. Yep, habe ich hingekriegt. Sehr, sehr gut. Habe ich mal kurz die Luft angehalten. Denn hier sind coole Items, die man sich unbedingt holen sollte. Nämlich das Runenschwert und das Runenschild. Der gute Ostrava hat das. Und was es mit dem auf sich hat, das lesen wir uns jetzt mal durch. Das sind coole Dinger. Erstmal das Runenschild. Ein exquisit gearbeiteter goldener Schild. Dieser magisch verstärkte Schild schützt seinen Träger gegen magische Angriffe. Es ist der Schild des legendären Helden, der ihn mit dem dazugehörigen Runenschwert führte. Jetzt fragt man sich, wenn der Ostrava das hat, auch das Runenschwert übrigens, wer ist denn dieser legendäre Held dann? Der da liegt auf dieser Kante mit dem Runenschwert und dem Runenschild. Ist das Ostrava? Ist es schlechtes Item Placement? Hat es überhaupt eine Bedeutung? Erfahrt es im nächsten Teil mit Demon's Souls. Nee, bleibt lieber dran, liebe Freunde. Ich kann es euch gar nicht, ehrlich gesagt, nicht sagen. Wirklich nicht. Weil ich habe gedacht, wirklich, es ist eine einzigartige Waffe. Legendärer Held, Ostrava von Boletaria, hat es vererbt bekommen. Ne? Hier liegt es trotzdem im Turm von Latria. Wahrscheinlich ein altes Adelsgeschenk, möchte man jetzt einfach mal sagen. So, Runenschwert. Diese Waffe verursacht kaum physischen Schaden, wurde aber durch mächtige Zauber verstärkt und schützt ihren Träger gegen Magie. Diese Waffe eines legendären Helden wird durch den Runenschild komplettiert. Ist wie gesagt cool, ne? Guckt es euch an, macht fast keinen physischen Schaden, dafür alter Falter umso mehr magischen Schaden. Skaliert aber wiederum nicht mit Intelligenz, sondern mit Wille. Das bedeutet, man muss sehr ergeben sein den Göttern, damit das hier eskaliert, benötigt ganz viel Wille, so rum, nicht skaliert. Skalieren tut es fast gar nicht gut, hat aber sehr viel magischen Schaden und es schützt einen, wie gesagt, vor Magie, also die Magie-Resistenz wird dadurch erhöht, was in diesem Level hier gar nicht mal so verkehrt ist, aber dazu später mehr. Als nächstes geht es weiter nach oben und ich glaube, wir sind dann ja auch schon fast in der Nähe der ersten Kette, möchte man sagen, die man hier durchschneiden muss.
Also in der Nähe zumindest. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Genau, da geht es jetzt hier nämlich weiter. Geht's weiter. Wir gucken kurz. Genau, dort geht es weiter. Aber natürlich gehen wir vorher noch woanders lang und gucken uns dieses eklige Herz an. Das ist so widerlich. Und hier kommen wir nämlich nicht weiter, weil hier ist eine Arterie. Da müssen wir mal einen Schand legen, lieber Freund. So, ich habe übrigens mit meinem langen grifflos Uchi-Katana oder Katana, habe ich ja schon ein paar Sachen kaputt gemacht. Weiß gar nicht, ob hier hinten noch was liegt, was man sich holen sollte. Nein. Hier hinten. Moment. Nein. Gut, dann gehen wir da hoch. Da müssen wir hin. Da ist unser erstes Ziel. Aber als allererstes, der Kollege... Alter, 210. Du hast ja gar keine Chance, mein Freund. Du hast ja gar keine Chance, mein Freund. Du bist ja komplett... Komplett hast du gar keine Chance. Komm mal, geh mir doch mal aus der Latichte. Und tschüss. Der ist cool, weil das ist ein Gargoyle, der genau einen nämlich dauernd zurückgeht und hier mit seinem komischen Armbrustbolzen schießt. Oh. So, aber bevor er losfliegen kann, habe ich ihn mir gekrallt. Da drüben, ich weiß gar nicht, ob das was Wichtiges ist, da sollte man immer hinrollen. Als allererstes aber erstmal nochmal gucken, weil ich glaube, davor ist noch ein Gargoyle, aber den will ich jetzt noch nicht triggern. Ich glaube, hier sollte man hinrollen. Ansonsten stirbt man. Ich weiß gar nicht, ob das was Wichtiges ist hier. Das Flamberge, was sehr Wichtiges. Seht ihr mal, liebe Freunde. Ein sehr cooles Schwert. Habe ich in Dark Souls 3 bis heute nicht gekriegt. Also sprich, war ich bis heute nicht... habe ich bis heute nicht bekommen. Also wurde bis heute mir nicht gedroppt, das Flamberge. Ich glaube, man kann es ja kaufen. Glaube ich irgendwo. Aber da bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Und irgendwo kommt doch jetzt hier der blöde Gargoyle. Ich kenne euch doch. Da ist er doch. Er will mich aufhalten. He wants to stop me. He wants to block my shine. But I'm unblockable. My shine is unblockable. Held Albert wird nicht... Sag mal, hier fällt doch noch einer runter, oder? Ist doch einer vor mir noch, oder? Bin ich bescheuert. Ja, yep, ich wollte es doch gerade sagen. He's unblockable. My shine is unblockable. Ich bin einfach zu gut für euch. Und hier kriegt man Seelen über Seelen, das ist Wahnsinn. Als erstes sollte man, ich sag mal, die nerven aber auch. Sollte man hier durch das Nebeltor gehen, das ist wie immer nur eine Begrenzung, dass man sieht, dass man weiterkommt. Aber man sollte unbedingt, nicht runterfallen. Man sollte sich dieses Item hier holen. Ich glaube, das ist nur Old Spice, also altes Gewürz, ja. Jawohl. Und hier sollte man durch diese Dinger definitiv durchrollen. Und nicht durchtreten. Also hier kommt man dann übrigens wieder zurück. Also man kann sich auch so von der anderen Seite holen. Aber ich mache es immer so. Es ist zwar gefährlicher, but I like to live dangerous. Dangerously heißt das, glaube ich. I like to live dangerously. Das ist richtiges Deutsch. Hier kommt, glaube ich, irgendwo ein Gargoyle, wenn ich richtig informiert bin. Muss mal gucken. Und hier kommt gleich irgendwo ein Loch. Da sollte man dann auch aufpassen. Und ihr hört schon einen Fahrstuhl. Der ist aber nicht immer da. Ah ja, von hinten. So, Ruhe. Und wieder eine unbekannte Soldatenseele. Das sind alles unbekannte Soldaten. Ich denke mal nämlich, diese ganzen Gargoyles wurden nämlich verwandelt. Sozusagen. Ja, also, die sind nicht schon immer Gargoyles gewesen, sondern die wurden durch den alten Mönch hier verwandelt. So, dieser Fahrstuhl ist wie gesagt nicht immer da. Der fährt automatisch von unten nach oben. Ja. Da kann man nichts machen. Er hat seinen eigenen Willen. He has his own... Oh, ich habe gerade einen netten Gargoyle gesehen. Ja, sag mal, kommst du hier hoch oder wie? Oder was manchmal, warum? Nee, willst du nicht? Na gut, dann halt doch. Sag mal. Ach, wurdest du vom Dings getötet? Vom Fahrstuhl? Apropos Fahrstuhl, kommst du mal jetzt mal hier runter? Mensch, so, als allererstes sollte man nämlich hier hinterher noch gehen. Ist, glaube ich, noch ein Item. Aber ist, glaube ich, nur ein Ephemer-Augenstein. Ja, ist nur ein Ephemer-Augenstein. Ich bin so gut. Dieses Level kann ich mir sehr gut merken. Warum auch immer. Keine Ahnung. Fragt mich nicht warum. Aber das Level kann ich mir sehr gut merken. Und jetzt sollte man natürlich den Fahrstuhl nach oben nehmen. So, in die Richtung kann man nicht. Also gehen wir nur in die. Passt auf. Hier kommt auch nochmal ein Gargoyle. Und da hinten, seht ihr das schon? Die letzten Prismasteine oder, ja, die da liegen.
Da treffen wir unseren ersten und einzigen NPC in diesem Areal. Ich glaube, von irgendwo kommt doch jetzt ein Gargoyle. Kommt hier nicht noch ein Gargoyle? Hier kommt doch ein Gargoyle. Kommt hier nicht? Oder war das der schon, der oben war? Bin ich bescheuert? Nö. Gut, dann sind wir hier oben. Und guckt euch mal diese Fanboys hier an. Die halten eine magische Kette. Jetzt kann man sagen, halten die ihn gefangen? Oder halten die ihn mächtig, die Kollegen hier, mit dieser Kette? Es ist mir scheißegal, wir hauen sie kaputt. Und wenn ihr alle die Kollegen kaputt haut, dann haben die keine Macht mehr und können die Kette nicht mehr halten und dann passiert Folgendes. Badoing. Ja, deshalb sollte man Ketten nie unter Spannung halten. Ne, dann kommt das nämlich zurück, sage ich dann immer. Ja, dann kann es auf einen zurückfallen und das ist nicht so geil. So, liebe Freunde, und bevor wir weitergehen, nochmal kurz ein kleiner Hinweis für euch. Wenn wir jetzt in purer weißer Weltentendenz wären, was wir natürlich noch nicht sind, da wir noch nicht alle Gegner umgebracht haben, wäre hier eine Brücke. Und dann kämen wir zu einem geilen Item. Beziehungsweise zu einem Schlüssel, um genau zu sein. Und mit diesem Schlüssel können wir dann Lord Ridiel befreien, den wir im ersten Level vom Turm von Latria getroffen haben, der da eingesperrt war in einer Zelle. Aber das erst später. Jetzt kommen wir gleich bald dahin. Zu einem netten Burschen. Mit dem werden wir noch quatschen. Und dann werde ich, glaube ich, beim nächsten Mal, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch hier Gargoyles treffen. Ich sehe nicht, es ist so duster. Dafür sehe ich das schöne Level-Turm von Latria. Sehr schön. Und wir müssen jetzt noch in das genau in andere, da wo die andere Kette gespannt ist, da müssen wir jetzt noch hin und die auch kaputt machen. Ich weiß gar nicht, wo hier der Gargoyle kommt. Ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe den Gargoyle. Achso, und hier könnten wir übrigens schon mit einem Aufzug fahren. Machen wir aber noch nicht. Also hier wäre so ein Aufzug nach unten. Ist eine Abkürzung übrigens. Machen wir aber nicht. Ich weiß gar nicht, was das da hinten ist. Nee, das sah jetzt nur so aus, waren nur so Wolken. So, habe ich eigentlich... können wir eigentlich mal hier... Genau, das können wir alles mal ablegen, was ich hier eingesammelt habe. Das braucht kein Mensch. So. Und dann wir kommen jetzt zu einem Burschen. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und der ist schon reichlich zwielichtig. Lässt uns aber coole Sachen da. So, hier ist wieder eine kaputte Brücke. Ja, wieder nicht gut gearbeitet. Außerdem eine Kalksteinscherbe. Das ist ein netter Hinweis, denn das werde ich euch gleich sagen, warum. Weil eine Kalksteinscherbe, damit können wir uns zurück in den Nexus beamen. Und dieser Typ hier, ich weiß nicht, wer ihn gefangen hat in diesem Käfig. Oder ob der Käfig einfach eine Fehlfunktion hatte, weil es ist ja eher ein Aufzug als ein Käfig. Ja, Käfigaufzüge, das mag ja From Software ziemlich gerne. Meine Lieblinge waren die in Dark Souls 2, weil da war man wirklich so richtig, richtig eingeschnürt, wie in so einer eisernen Jungfrau, so ein bisschen. Merkt übrigens, dass hier keine Flamme entzündet ist. Und stattdessen nur diese Prismasteine. Und ich glaube, diese vielen Leichen, vor allen Dingen die Leiche eines Ritters und nicht die Leiche eines Followers, also hier von diesen Turm von Latria-Leuten, also das sind die, die hier nach Mitleid gesucht haben, also gesagt haben, hier, erlöse mich, liebes Götzenbild. Das sind diese Typen. Aber das ist eine eindeutige Ritterleiche. Und das sollte einem schon ein bisschen einen Hinweis darauf geben, dass der Typ, der hier drin ist, aussieht wie ein übelstes Badass, aber nicht so cool ist. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Glauben wir ihm? Ich kann es euch nicht sagen. Interessant, ich glaube, es ist derselbe Voice Actor, also derselbe Sprecher, der auch Egon von Karim aus Dark Souls 3 spricht. Bloß mit einer leicht veränderten Note in der Stimme. Das ist übrigens Jurt, der stille Häuptling, the Silent Chief. Jurt ist cool, zumindest vom Aussehen her, hat eine coole Stimme, ist aber ein ganz schönes Arschloch. Wir lassen ihn trotzdem aus seiner Kerkerzelle. Und er läuft direkt durch uns durch, als ob wir nichts wären. Und jetzt stellt er sich hier hin. Jurt, erzähl doch mal, was ist denn los?
Bleib doch mal stehen. Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. So, liebe Freunde. Der gute Jürt läuft jetzt hier rum. Und ist ein ganz schöner Penner. Denn der gute Jürt, wenn wir den jetzt zurück in den Nexus lassen, tötet er NPCs. Regelmäßig. Und deshalb sollten wir ihn nicht zurück in den Nexus lassen. Das sollten wir ihn jetzt hier und jetzt gleich umbringen. Und das ist auch der Grund, warum wir eine Kaltsteinscherbe hier bekommen haben. Denn wir sollen zurück in den Nexus und dort sehen, was Jord anrichtet. Aber das möchte ich nicht. Deshalb. Well, what have we here? Mach's gut, Jord. Do you wish to die so soon? Mach's gut, Jord. Na komm, greif an. Nein, Jord, nicht? Na gut, dann halt so. Why you? Tschüss. Wenn wir ihn im Nexus töten, dann gibt er uns noch einen Satz, in dem er sagt, ich wusste es, Mephistopheles hat mich vor dir gewarnt. Das beeinflusst übrigens nicht die Weltentendenz, falls ihr euch fragt, weil das ist ja ein freundlicher, in Anführungsstrichen, freundlicher NPC. Beeinflusst nicht die Weltentendenz, Jod zu töten. Also wir können hier immer noch auf Pure White kommen, sozusagen. Und er lässt halt coole Sachen fallen, nämlich sein cooles Set. Und das Ding heißt Düsterer Helm. Ja, was denkt ihr? Ist das ein netter Bursche? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein, denn er trägt einen düsteren Helm. Ein schwarzer Eisenhelm, der von Jord, dem stummen Häuptling, getragen wird. Die beiden Hörner des Kopfstückes sind sein Hauptmerkmal. Ein Teil einer kompletten Rüstung, die über eine extrem hohe Haftung verfügt. Das schwarze Eisen entzieht dem Träger die Körperwärme und lässt ihn zittern und kalte Luft ausatmen. Sein Gewicht beeinträchtigt die Ausdauerholung leicht. Das ist also schon ein reichlich badassiger Typ. Allein schon die Hörnchen sollten euch eigentlich schon ein Zeichen dafür sein, dass der Typ, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Bin ich eigentlich, kann ich noch cool rollen? Jo, ich kann noch cool rollen. Dann würde ich sagen, lass mal den coolen Helm mal auf. Denn wir sind ja auch nicht ohne, denn wir haben ja Jord sicher, wir haben ja Jord gerade umgebracht. Von daher, alles cool. Und jetzt gibt es hier natürlich keinen Weg mehr nach unten. Außer mit diesem schönen, feinen, aber ekligen Fahrstuhl. Ihr seht mal, wie lang dieser Fahrstuhl ist. Und ich glaube, der Jord steckt hier einfach nur fest. Aber schön ist der Ort nicht, wo es jetzt hingeht. Hier quaken zwar schön die Frösche, aber schön ist dieser Ort nicht. Wir warten in Blut. Tentakel und andere Gegner erwarten uns hier. Die tun einem, glaube ich, nichts, wenn ich richtig informiert bin. Hier kann auch einem nichts passieren. Und hier gibt es rein theoretisch nur ein cooles Item. Ich weiß gar nicht, wo es das genau ist. Ich sehe nämlich hier wirklich gerade keinen Deut weit. Hier gibt es nur ein cooles Item, also hier unten im Sumpf. Ich weiß gar nicht, ist da hinten dieses Ding, was ich nicht haben will? Ich glaube, ja. Hier gibt es nämlich nur ein cooles Item in diesem Sumpf. Und das ist ein Ring, den es hier gibt. Und da sollen wir hin. Na, da ist das Nebeltor, da müssen wir hin, liebe Freunde. Und da müssen wir dazu hier rauf. Aber ich will noch diesen Ring suchen. Der ist irgendwo hier. Ich habe keine Ahnung wo. Und auf diesen Holzpaneelen sind schon Gegner. Hier liegen übrigens wieder Dode. Och, wo ging es denn da lang? Ah, hier. Nee. Doch, hier hinten. Ja, ja, ja. Oder? Moment, Moment, Moment. Hier sind übrigens die Gegner. Das sind die Menschen-Tausendfüßler. Menschlichen Tausendfüßer heißen die. Ich weiß gar nicht, wo hier die ganze Sache noch ist. Wo ist denn dieser Ring? Ich suche den Ring. Ah, da könnte er sein. Das ist er, glaube ich, sogar. Wenn ich richtig informiert bin. Hier gibt es noch einen fiesen Möb. Ich glaube, das ist der Ring, den ich brauche. Bitte, bitte lass es den Ring sein. Yep, der Ring des Dufts. Ist ein cooler Ring.
der regeneriert langsam die Mana-Fähigkeit wieder. Und jetzt, alles andere können wir hier in dem Sumpf links liegen lassen, beziehungsweise das hole ich mal, wenn ich ein bisschen mehr sehe. Stattdessen gehen wir... Moment. Nicht, dass ich jetzt zurücklaufe. Nee, da ist Blödsinn. Es ist schon ein bisschen eklig hier, ne? Liebe Freunde. Ist schon ein bisschen widerlich. Dieser Weg. Hier gibt's, kann man sich übrigens verlaufen. Hier gibt's, Sackgassen. Ich weiß gar nicht. Ich will nämlich nicht zu einem bestimmten Möb, den haben wir schon da oben getroffen, im Turm von Latria. Das ist einer dieser Seelenhaufen, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Sag mal, jetzt hier, ich sehe gerade wirklich gar nichts. Es scheint gerade voll die Sonne rein. Und hier ist es total duster. Sag mal, ich muss eigentlich nur eine Treppe finden. Und dann ist alles gut. Irgendwann finde ich die Treppe. Irgendwann entdecke ich sie schon. Macht euch da mal keine Sorgen. Aber ich darf nicht zu diesem fiesen Möb. Ach so, apropos fieser Möb. Hier kommen fiese Möbs. Und dann bedeutet, das bedeutet, genau, er ist nämlich hier runtergekommen und wir sind drauf. Wuhu! Hallo, fieser Möb. Tot, toter fieser Möb. Ich glaube, hier ist... Genau, wir müssen ja da lang. Egal, wir können erstmal hier lang gehen. Weil hier gibt es nur noch ein paar Items, die es einzusammeln gilt. Hier eine angesehene Soldatenseele. Ansonsten geht es dann hier noch weiter. Hier gibt es auch Sackgassen, da müssen wir hin. Ich glaube, dann sind wir schon gerade an der richtigen Stelle. Hier gibt es sonst, glaube ich, nichts weiter, was irgendwie von Relevanz ist, wenn man mich fragt. Hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Ephemer-Augensteine. Aber das war es dann schon. Ich glaube, das ist einer zum Beispiel, ja genau. Also hier gibt es nichts mehr groß von Relevanz, bis auf den Ring des Dufts. Den sollte man sich definitiv holen. Ansonsten, glaube ich, gibt es hier nichts. Ach, die lassen was fallen. Ich weiß gar nicht, was die fallen lassen. Augit der Fügung, aha, interessant. Und der hat mich nicht gesehen. Er ist ein Vogel. Oh, er hat mich aber gesehen. Er ist kein Vogel. So, wir müssen gleich mal Pause machen, merke ich gerade. Wir sind mit diesem Teil fast durch. Ich weiß gar nicht mehr. Ich sehe wirklich, so ist es wirklich der schlechteste Tag, um aufzunehmen. Die Sonne spielt mir einen Streich. Ich glaube, ich muss da hoch und dann darüber über die Holzplanken. Die Sonne spielt mir einen Streich. Dabei habe ich schon hier alles... Achso, hier übrigens, ne? Nur für den Fall, dass ihr euch fragt, warum das hier so ein vielleicht so ein ekliger und böser Ort ist. Hier werden Leute gerädert. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Hier, wo ich wohne, da gibt es ein Foltermuseum. Und da hat man diese ganzen alten Folterinstrumente sind dort ausgestellt. Und das Rad, dieses Rädern, also Leute werden auf Räder gespannt mit ihren Extremitäten. Und dann wird das Zeug irgendwie gedreht. Irgendwie so, ne? Dass die nicht mehr weiterkommen. Das ist schon reichlich eklig. Apropos reichlich eklig, ich finde, die sind mit die ekligsten Gegner, die es in diesem Spiel gibt. Diese Man Centipedes. Weil die kommen in verschiedenen Ausführungen. Und wenn man sie umnietet, dann verlieren sie ihren Schwanz. Und wenn man sie dann tötet, dann sind sie tot. Ach, Quecksilbersteinscherben. Lassen die fallen. Die sind wirklich widerlich. Widerlich, liebe Freunde. Widerlich. Ich glaube, hier, genau, und hier gehen wir dann weiter beim nächsten Mal. Ich glaube, dann schaffen wir es gleich im nächsten Teil, glaube ich, sogar zum Boss zu kommen. Das fände ich sehr, sehr gut. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Dunkelmondgras, kann man immer gebrauchen. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, ja, hier gibt es zwar noch ein paar Items, aber viel ist hier, glaube ich, nicht mehr. Und dann würde ich sagen, im nächsten Teil machen wir hier weiter, vor dem Nebeltor. Wir haben ein paar Sachen. Ich gucke nochmal, habe ich noch irgendwas, was wir uns durchlesen können? Ja, zum Beispiel den, damit wir es nicht benutzen, den Ring. Den Ring haben wir ja noch. Den Ring des Dufts. Ein mit Gewürzen geschmiedete Ring eines Edelmanns stellt Magiepunkte nach und nach wieder her. Ein äußerst seltenes Beispiel unglaublich filigraner Handwerkskunst. Ja, wenn man da einen mit Gewürzen geschmiedet, ist denn das auch vegan? Ja. Nee, und die Rüstung ist schon cool. Nee, ich glaube hier, schwarze Eisenbeinschienen. Nee. Genau, wir haben dann, ach, das Flamberge, das können wir noch. Die Klinge. Des nach seinem flammenförmigen Äußeren auch Flamberge genanntes Schwert ist darauf angelegt, tief ins Fleisch zu schneiden und schwere Blutungen hervorzurufen. Tödliche Wunden sind ihr Markenzeichen. Ein einzigartiger Anderthalbhänder, also man braucht anderthalb Hände dafür. Ja, also eine Hand und noch eine Hand mit zweieinhalb Fingern. Dann kriegt man das gegriffen. Mit einer gewählten Klinge übrigens. Ich habe übrigens noch einen Schotel dabei, nur für den Fall, dass wir vielleicht das noch brauchen.
so ein Schotel ist was Geiles. Und ich habe mein Dunkel-Silber-Schild als Schild dabei. Das brauche ich nämlich für den Bosskampf, glaube ich. Für den Boss kann ich, glaube ich, nicht mit zwei Katanas angehen. Ich glaube, da brauche ich ein bisschen mehr. Außerdem könnte ich mal wieder meinen Wetzstein, glaube ich, mal benutzen. Weil ich glaube, meine Waffen sind ein bisschen gerade, sind die schon abgenutzt? Wir gucken mal ganz kurz. Nö, 69 von 70 und 62,70. Na gut, weil ich mit der Waffe mehr zuschlage. Aber das geht noch. Liebe Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Dann gehen wir durch das nächste Nebeltor, gehen dann langsam nach, kämpfen uns langsam nach oben, um die zweite Kette kaputt zu machen. Und dann geht's schon zum Boss, liebe Freunde. Na, ist das nicht was Geiles? Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr liked, kommentiert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und damit ihr das immer seid, solltet ihr auch ein Abo abschließen, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns hier in den nächsten Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und noch viel Spaß im Internet. Macht's gut.